Hallo liebe Rhön-Kanal-Zuschauer, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Wir sind heute in Fladung in Unterfranken zu den 5. Oldtimer Classics. Die Fahrzeuge treffen hier nach und nach schon ein. 600 Fahrzeuge werden dieses Jahr erwartet und natürlich gibt es hier nicht nur tolle Oldtimer zu sehen, sondern auch die Stadt ist toll gestaltet. Sie wurde schön 50er, 60er Jahre like ausgerichtet. Es gibt tolle, zurechtgemachte Leute und was wir noch für Sie entdeckt haben, seien Sie gespannt. So, wir sind jetzt hier beim Helmut. Helmut, wo kommst du denn her? Ich bin nicht weit weg aus Fulda. Ah ja. Und was hast du denn hier für ein Auto? Das ist ein Ford Mercury, Baujahr 66, mit einem V8 Big Block, 6,4 Liter. Warum kommst du nach Fladung? Was macht das Oldtimer-Treffen in Fladung für dich so besonders? Ja, ein bisschen die Atmosphäre. Und so bin ich einer von der ersten Stunde, der schon immer hierher kommt. Und es liegt um die Ecke. Wir sind jetzt hier beim Heinz Abraham. Heinz, was haben Sie denn hier für eine tolle Uniform an? Ja, das ist die Ausgehuniform der amerikanischen Militärpolizei. Und die ist in den 60er Jahren. Die ist original? Die ist original, ja. Wow, und was haben Sie hier für ein tolles Auto? Das ist ein M151 A1. Das ist, der war im Vietnamkrieg, war der eingesetzt. Und also original. Ich fahre das Auto schon über 31 Jahre. Ne? Was macht die Fladunger Classics für Sie so besonders? Ach, ich würde sagen, weil der ganze Ort eingebunden ist in die Klassik. Das ist das, was Spaß macht, dass die Apotheke, dass die Geschäfte, alte Dekorationen und so weiter. War vor 2 Jahren auch schon da. Bin also Stammgast hier. Und wir haben uns auch schon vorher angemeldet. Und deswegen kommen wir immer wieder gerne nach Fladung. Hallo! Hallo. Wo kommen Sie denn her? Aus Eisenach. Aus Eisenach. Und Wartburgstadt. Was fahren Sie für ein Auto? Wartburg Camping 312er. Baujahr 66. Was führt Sie zu den Fladungen Classics? Was finden Sie hieran besonders? Hier die Wirtschaft von der Zeit. Haben wir nicht so in der DDR erlebt, aber hier. Wir haben da hingeguckt und so weiter. Und wir waren schon in Wettenberg, da war es auch so schön. Und schöne Zeit war das. Die Frauen mit Schrumpfhalter und sowas, war schon schön. Große Brille auf hier. Wo kommen Sie denn her? Aus Mainz. Was führt Sie zu den Fladungen Classics, so weit von Mainz hier? Eine Veranstaltung. Wir waren letztes Jahr das erste Mal und ich denke, wir werden die nächsten Jahre auch weiterhin hier Gast sein. Was fahren Sie für ein Auto? Das ist ein 280er Mercedes Pagode. Hallo, wo kommt ihr denn her? Wir kommen aus dem Saarland. Und was treibt euch hier nach Fladung zu den Classics? Ja, das alte Blech. Was ist das hier für ein Auto? Das ist eine BMW Isetta 1962. Okay. Was gefällt dir besonders gut hier in Fladung? Ja, das Ganze, also das Stadtzentrum, die ganzen alten Häuser, alles rundherum, einfach perfekt. Und an diesem Treffen? Ja, das Gleiche. Also alles Alte, alle Leute sind nett. Wir machen auch beim Oldtimer-Camping mit. Mhm. Ganz toll. Also absolut tolles Erlebnis. Wir sind jetzt hier beim Peter Rahmann. Herr Rahmann, Sie kommen aus Fladung. Was genau machen Sie denn hier bei den Fladung Classics? Ja, wir haben vor Jahren das organisiert. Es ist ein Treffen für klassische Automobile und das ist diesmal das 5. Mal, dass wir das organisiert haben und es hat sehr gut eingeschlagen und wir sind froh über die vielen Zusprüche, die wir bekommen haben. Ja, das ist so und vor allen Dingen auch ein bisschen was ankurbeln, ein paar neue Ideen und ganz einfach klassische Automobile nutzen, um ja, vielleicht eine positive Stimmung rüberzubringen. Was begeistert Sie denn an Oldtimern so sehr?
Klassische Automobile sind ganz einfach mit einer sehr durchschaubaren Technik ausgestattet. Also man kann hinschauen, auch ein Laie kann sehen, ah ja, das ist der Motor, das Getriebe. Hier kann ich vielleicht das Öl wechseln, hier die Zündkerzen und so weiter. Heute ist das ja alles eine sehr anonyme Technik, wo man gegebenenfalls nur mit dem Laptop noch reparieren kann. Und sie haben natürlich eine Form, die unverkennbar ist. Also man kann sehr wohl das eine von dem anderen Auto gut unterscheiden, was heute nicht mehr so der Fall ist. Wo kommen Sie denn her? Von Wiesbaden. Und was fahren Sie hier für ein Auto? Eine Corvette, eine C1, Baujahr 60. Mhm. Was begeistert Sie denn so an Oldtimern und an den Fladungen Classics? Es ist mein Jugendtraum einfach. Ich habe mir den Traum erst jetzt im letzten Jahr erfüllt und ist jetzt eigentlich mein erstes Oldtimer-Festival. Ich bin hier mit Freunden, wir sind 50 Leute, sind 20 Leute mit Oldtimern und das macht Spaß und da freue ich mich. Und jetzt probiere ich da durchzukommen. Das Wetter spielt mir nicht so mit. Ja. Super, danke. Ciao. Tschüss. So, wir sind jetzt hier beim Paul. Paul, was fährst du denn da für ein schönes Gefährt? Ein Trabant 601, Baujahr 69. Wo kommst du her? Aus Rudelstadt, Thüringen. Mhm. Hast du die Zeit der Trabis noch miterlebt oder bist du da noch zu jung dafür? Bin ich noch zu jung dafür. Was begeistert dich hier an den Fladung Classics? Warum bist du hier? Na, die schönen Autos natürlich, die Leute, wie sie sich kleiden und geben. Das hat man nirgendwo auf dem Treffen, dass die Leute sich auch dementsprechend anziehen. Ihr zwei habt euch so schön zurecht gemacht. Warum habt ihr euch so angezogen? Weil heute Oldtimer-Treffen ist. Wo kommt ihr her? Ich bin aus Fladungen. Ich aus Buxin im Spessart. Kommt ihr jedes Jahr hierher oder ist das erste Mal? Jedes Jahr. Jedes Jahr da. Ja. Okay, was gefällt euch besonders hier? Warum kommt ihr immer wieder her? Ja, die vielen schönen Autos, der Flair, alles schön dekoriert, ganz Ladungen putzt sich heraus. So, wir sind jetzt hier bei Herrn Schütz. Herr Schütz, wo kommen Sie denn her? Wir sind aus Berlin. Aus Berlin, den weiten Weg hierher. Was ist denn das hier für ein wunderschönes Auto? Das ist ein Cadillac, Baujahr 1959. Viertürig mit einem Coupé-Dach. Gab ja damals mehrere Karosserievarianten von diesem Wagen. Ein Coupé, ein Cabrio und hier dieses viertürige Stück. Das ist eine Standardausführung, damals auch wiederum unterschiedliche Ausführungen von diesem Wagen. Das ist die Standardausführung, Serie 62 nannte sich das damals. Dann gab es den Deville, den Eldorado, der teuerste zum Beispiel mit der Luxusvariante. Wie gesagt, hier sehen wir das Standardmodell. Was treibt Sie dazu, von Berlin so einen langen Weg hier auf sich zu nehmen, um zu den Fladungen Classics zu kommen? Also in Fladungen sind wir hier das erste Mal. Wir haben vor 14 Tagen, drei Wochen, waren wir in Kaunitz bei einem USK-Treffen und haben da von Fladungen gehört, das erste Mal. Und die Leute, die uns erzählt haben, haben so geschwärmt von Fladungen, ist so toll hier. Haben wir gedacht, müssen wir auch her und uns mal das anschauen. Und wir sind auch hier mit dem Verkaufsstand. Wir machen Mode der 50er Jahre. Hula Hoop nennen wir uns, Hula Hoop Mode der 50er Jahre. Wie gesagt, hier Verkaufsstand mit allen Dingen, die es in den 50er Jahren gab. Kleider, Röcke, Petticoats, Unterwäsche für die Damen, Nylonstrümpfe, wie sie damals modern waren. Und auch für den Herren, Sakkos, Schuhe, Hosen. Komplett können wir praktisch den Herren und die Damen einkleiden im Stil der 50er Jahre. Wir sind jetzt hier bei der Ines und dem Kilian. Wo kommt ihr denn her? Wir kommen aus Wernshausen bei Schmalkalden. Mhm. Und was ist das hier für ein Auto? Das ist ein Dodge. Den haben wir uns jetzt vor 2-3 Monaten gekauft. Und die sind von Amerika eingeflogen worden und ja, Baujahr 31. Ja, die hatten uns gefallen und die standen nur bei den Leuten so rum. Und wir haben die noch ein bisschen aufgemöbelt und wir fahren auch mit denen mal, machen Hochzeiten mit denen und alles. Und uns gefällt das eigentlich. Das ist unser Hobby halt auch, ne? Und was gefällt euch hier besonders gut an den Fladungen Classics? Warum seid ihr hier? Weil mein Mann und ich, wir haben generell Oldtimer. Wir haben auch noch Mercedes-Alte und ja, uns gefällt dieses Ganze drumherum, dieses Flair und diese alten Autos. Das ist halt unser Hobby, ne?
Kilian, hier ist ja so eine tolle Hupe. Zeig uns doch mal, wie die klingt. Alex, wann wurde denn dieses besondere Riesenrad hier gebaut? Das wurde 1918 von der Familie Bruch, Eigenbau eines Schaustellers in Düsseldorf, gebaut. Und was ist das Besondere jetzt genau hieran? Das ist ja kein gewöhnliches Riesenrad, wie man sieht. Ich sag mal so, zum Vergleich zu so einem großen Riesenrad ist das Verhältnis anders, sag ich mal. Die Fahrt ist spektakulärer als so bei einem großen Riesenrad, weil das halt einen kleineren Radius hat als so ein großes Riesenrad. Und dadurch kriegt man schon wesentlich mehr Fahrgefühl, als wie halt in so einem großen Riesenrad. Und wenn Sie mal mitkommen, ich zeige Ihnen das mal. Alter Salzwasseranlasser, damit wird die Geschwindigkeit noch reguliert. Also ist noch alles auf den alten Stand und nicht so modernisiert wie die ganzen neuen Hightech-Fahrgeschäfte. Das Ganze ist ja aus Holz. Ist das denn nicht gefährlicher als diese modernen Riesenräder, sag ich jetzt mal? Nee, das ist ja alles auf Statik und alles ausgerechnet worden. Und das wird alle 3 Jahre vom TÜV regelmäßig überprüft und gewartet. Und ich kann Ihnen versichern, dass das auch hundertprozentig alles sauber heile ist. Und wie lange dauert der Aufbau? Aufbau dauert mit 3 Leuten 15 Stunden bis 16 Stunden. Also 2 Tage bauen wir auf. Also ich kann nur bestätigen, das hält, das Riesenrad. Das macht auch echt Spaß. Es geht ein bisschen schneller als die anderen. Das gesamte Oldtimer-Treffen war natürlich auch super spannend. Die Autos waren echt schön anzusehen. Es hat sich gelohnt und es lohnt sich natürlich auch, nächstes Jahr wieder hierher zu kommen. Das findet jedes Jahr am 1. Juli-Wochenende statt und ist auf jeden Fall ein Besuch wert.